Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nun nochmal ein kleines, schnelles Unboxing. So, ich habe noch zwei Devolo Magic 2 Adapter, um den Haus, mein Haus hier noch ein bisschen, oder meine Wohnung, noch ein bisschen nachzurüsten. Weil im Starterpaket sind zwei Stück drin. Da ist eins im Schlafzimmer, eins im Kinderzimmer. Ich habe jetzt das aus dem Schlafzimmer und so nochmal abgeholt, was ihr das hier sehen könnt. Aber ich brauche noch für andere Räume auch noch eins. Werde ich euch auch gleich, nachher mache ich das Fazitvideo, werde ich euch das auch gleich noch erklären. Ich denke mal, es reicht, wenn wir eine auspacken, damit ihr seht, was da so drin ist. Aha. Okay, hier ist... Wartet mal. Ich habe mir schnell mal die Lesebrille geholt. So. Router. 100%. 40. 0. Repeater. 140, 15. Und Powerline überall 100%. So zeichnet das Devolo auf. Wir brauchen dann die Magic Home App. Und dann zeige ich euch mal, wie schnell das eigentlich kompatibel gemacht ist. Weil das ist wirklich ein Wunder. Das habe ich bei meiner Mutter hier im Haus schon gehabt. Da wo ich auch noch dem nächsten Fazitvideo machen werde. Weil sie hat es jetzt eine Weile getestet. Und ich muss sagen, es sind Träumchen. So. So, dann machen wir das mal auf. Dann war einmal ein Handbuch mit bei. Da ist auch wirklich alles erklärt, wie wir das miteinander verbinden. Wir sollen uns die App halt runterladen. So, dann halt auch, wie man das anschließt. Also direkt an die Steckdose, nicht an einen Adapter, also nicht an einen Verteiler oder so. Und... Ah, okay, und man soll halt auch nicht, wenn eine Doppelsteckdose ist, halt daneben eine Steckdose machen. Die Steckdose nutzen, weil dann soll man das lieber daran machen. Das habe ich bei mir im Schlafzimmer so gemacht. Es ist zwar nicht empfohlen, ich habe es schon mit den alten Geräten so gemacht, ich habe es mit Magic so gemacht. Es ist nicht zu empfehlen, also Devolo empfiehlt das auch nicht. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, ich habe zu wenig Platz, die Magic anzubauen und einen Stecker, das passt bei mir alles nicht. Deswegen musste ich das so machen. Und ich habe jetzt in mehreren Jahren Testerfahrung, also seit ich es benutze, wirklich... nichts Negatives festgestellt. Es funktioniert 1A. Wirklich 1A. Also kann da echt nicht meckern. So, wir gucken mal, wo das hier steht. So, dann sollen wir da drauf drücken. Na, das wissen wir doch, dass wir da drauf drücken sollen. Und dann auf der Devolo, also praktisch auf der Basis, müsst ihr dann hier den Knopf drücken. So. Und dann bei dem neuen Devolo, was ihr einbinden wollt, dann das Haussymbol. Da würde ich mich freuen, nur ein kleines Feedback von mir an Devolo, wenn man das vielleicht auch nicht gerade mit der Basis machen könnte, sondern mit einem Gerät, was schon im Haushalt sich befindet. Home-Taste drücken oder gedrückt halten, dass die blinkt, und dann hier drücken, dass das kompatibel, dass das auch ein Netzwerk. Das habe ich schon mal versucht, das hat auch mal geklappt, aber mit denen hatte ich es noch nicht versucht. Weil hier steht es halt so drauf, und bei mir ist das Problem, ich habe die oben an meiner Fritzbox dran, und die Steckdose, wo es drin ist, ist genau neben dem Sicherungskasten. Also da haben die halt nicht so großartig nachgedacht, dass man da dann halt noch irgendwie mit fummeln kann. Deswegen, wenn die in der Wand steckt, da komme ich nicht ran. Hier ist der komplette Sicherungskasten, da komme ich nicht ran. Deswegen, solche Geräte habe ich dann immer
eingerichtet, indem ich die einfach hier im Wohnzimmer eine Steckdose gemacht habe, die anderen Geräte gekoppelt. Die sind ja automatisch schon gekoppelt, weil die waren ja mit bei. Aber wenn ich dann was Neues, habe ich das abgemacht von der Fritzbox im Wohnzimmer ran, habe gedrückt, habe gekoppelt und habe hier gedrückt, habe die beiden gekoppelt. Die hatten dann zwar kein Internet, aber die waren gekoppelt. Ja, das geht ja nur darum, dass die Information über die Stromleitung geht und damit die sich finden. Und wenn die immer gekoppelt sind, sind die gekoppelt. Dann habe ich es rausgenommen aus der Steckdose, oben bei der Fritzbox wieder rein und fertig war. Das hat auch funktioniert. So, wir gucken uns das Heft auch gleich nochmal weiter an. Ich will nur gucken, was hier noch drin ist. Ja, halt nur, braucht man nicht. Die funktionieren so oder so, also das ist kein Problem. So. Wartet mal. So, wir haben denn da eine Sekunde. Oh, Katze. Eine Sekunde drücken, dann Wi-Fi-Adapter. Der Verschlüsselungsvorgang findet automatisch statt, indem Sie blinkende LED-Adapter weiß. Okay. Mausi! Ach, nur Blödsinn am Kopf, die Katzen. Die Holomagic Adapter blinkt. Da dann das. So. Dann sind sie gekoppelt. Dann kann man sie im ganzen Haus benutzen. Und dann haben wir das halt nochmal in Englisch. Also es ist kinderleicht, kinderleicht. Ja, einfach drücken, eine Steckdose machen vorher natürlich, drücken und dann sind die verbunden. Ja, Magic 2, meine Mutter hatte auch Magic, da war das aber über die App. Musste man das einbinden. Devolo Home Control. Neues Gerät installieren. Mac. Powerline. DLAN Powerline. DLAN. So, und dann könnte ich jetzt hier eigentlich auch den QR-Code da hinzufügen. Das werden wir dann gleich im Hardware-Video alles testen und machen. So. Hoppala. Nichtsdestotrotz würde ich mich dann erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich zeige euch das Gerät nochmal. Das werden wir gleich im Hardware-Video dann eins oder beide gleich miteinander verbinden. Und dann werde ich euch auch erklären, warum und weshalb im Fazit-Video. So. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.